Hey Leute, mein Name ist Fantu und heute gibt's eine kleine Runde Team Deathmatch auf der Map Hardhat. Dabei habe ich hier die AK und als Sekundärwaffe bin ich mit der Stinger unterwegs. Auch in dem Game wird's wieder ein bisschen knapp mit der Munition in meiner AK. Bei mir ist es nämlich komischerweise immer so, wenn ich die Stinger dabei habe, dann wird die Munition in meiner Primärwaffe knapp und ich bräuchte eigentlich eine andere Sekundärwaffe. Wenn ich die Stinger aber nicht dabei habe und eben eine andere Sekundärwaffe, dann reicht die Munition dick in meiner Primärwaffe und ich könnte die Stinger eigentlich mitnehmen. Ist immer ein bisschen ärgerlich, darum soll es jetzt aber überhaupt nicht gehen. Ich habe natürlich auch ein kleines Thema dabei und zwar soll es heute ein bisschen übers Internet gehen, beziehungsweise wie viel von unserer Unterhaltung am PC läuft übers Internet und was haben wir eigentlich mittlerweile schon alles ausgelagert. Sollte ja bei den meisten eigentlich relativ viel sein, dieses ganze Cloud-Gedönse, das boomt ja förmlich und bei mir ist es eben auch so, dass ich doch relativ viel übers Internet mache. Was natürlich übers Internet gemacht wird, ist das Online-Spielen. Das ist natürlich ganz logisch. Die Leute kommen ja nicht aus dem Nichts. Das heißt, man braucht natürlich zwingend eine Online-Verbindung. Leider ist es, finde ich, bei manchen Singleplayern auch so, dass man eben eine Online-Verbindung braucht. Ist ein bisschen dumm, weil eigentlich braucht man da ja niemanden, der irgendwie mitspielt. Man spielt ja alleine und es müsste eigentlich so funktionieren. Das ist halt immer so eine komische Kopierschutzmaßnahme, weil die Leute halt denken, wenn man Internet hat oder Internet die ganze Zeit braucht, dann ist es auf jeden Fall so, dass die Leute ihr Spiel nicht mehr cracken. Letztendlich ist es aber in der Realität ja eh so, dass es dann halt einfach ein bisschen länger dauert, bis der Crack für das Spiel draußen ist. Ist auf jeden Fall so ein bisschen schade. Und soweit ich weiß, ist es sogar bei Call of Duty so, dass man unbedingt Internet braucht, um den Singleplayer zu spielen. Oder täusche ich mich da? Soweit ich weiß, glaube ich, braucht man auf jeden Fall ein Steam-Konto, das halt gerade online ist und im Offline-Modus geht's gar nicht. Muss ich mal ausprobieren, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Bei mir ist es aber sogar so, dass ich meine komplette Musik online habe. Ich habe natürlich auch ein paar Musik-CDs, das ist keine Frage, aber das ist natürlich immer ein bisschen stressig, die irgendwie herzuholen und dann einzulegen. Und letztendlich kann man auch keine CDs irgendwie mischen in einer schönen Playlist. Deswegen ist es natürlich schöner, wenn man die Musiktitel irgendwie so einfach in der Bibliothek hat. Ich hatte das auch eine Zeit lang immer so, dass ich die Musik am PC hatte, habe sie dann aber irgendwann auf Google Music hochgeladen und weil ich halt Windows neu installiert habe, habe ich die ganzen Daten auf meiner Festplatte gelöscht. Eigentlich wollte ich mir die ganze Sache dann wieder runterladen, irgendwann aus dem Internet, habe ich bis jetzt nicht gemacht. Das heißt, zum Musik hören ist es bei mir im Moment so, dass ich halt wirklich Google Music benutze und dafür natürlich Internet brauche, weil es die ganzen Titel halt streamt. Außerdem ist es so, dass ich ein großer Fan von Spotify bin. Und meine ganze Musik, die ich eben nicht gekauft habe, die lasse ich immer über Spotify laufen. Und da braucht man natürlich auch Internetverbindungen, weil das Ganze natürlich auch gestreamt wird. Das heißt, ich habe diese kostenlose Version mit Werbung und so und da streamt man die Musik ja. Ich glaube, wenn man ein bisschen was zahlt, dann kann man sie sich auch zwischenspeichern am PC. Habe ich persönlich nicht gemacht, halte ich nämlich irgendwie nicht für nötig. Ich finde das jetzt mit der Werbung nicht ganz so schlimm. Und von daher ist es auf jeden Fall bei der Musik wirklich komplett so, dass ich Internet brauche oder halt auf CDs zurückgreifen muss, was natürlich nicht wirklich so komfortabel ist, sage ich jetzt mal. Bei mir ist es dann auch noch so, dass ich nicht irgendwie sagen kann, ja, dann mache ich jetzt halt mal den Fernseher an, wenn ich irgendwie nichts anschauen kann auf YouTube oder sowas, dann ist es aber eben nicht so, weil ich nicht mal einen Fernseher habe. Ich schaue zwar ein paar Sendungen, das ist schon so, also es sind 3 Sendungen, die ich zurzeit immer gerne schaue. Das läuft alles bei ZDF komischerweise, das ist Neo Paradise, Roche und Böhmermann und die Heute Show und das mache ich auch nicht übers Fernsehen, sondern ich schaue die immer in der ZDF Mediathek an, das heißt auch nachträglich halt übers Internet. Und das heißt, auch sowas fällt dann weg, wenn ich kein Internet mehr habe. Und das ganz normale Surfen ist natürlich auch nicht mehr mit drin. Ab und zu mal auf Facebook schauen geht natürlich auch nicht. Mich würde mal interessieren, wie das bei euch aussieht. Also ich habe mich mal ein bisschen über Steam mit einem unterhalten und der hat gemeint, oh Mann, wenn ich mehrere Tage lang kein Internet hätte, dann würde ich sterben. Das war natürlich übertrieben von ihm gesagt, ist ganz klar, aber das zeigt auf jeden Fall, dass der wahrscheinlich auch ganz schön viel übers Internet macht und mich würde mal interessieren, wie das bei euch aussieht. Habt ihr irgendwie Musik und Filme und so am PC gespeichert und habt ihr Spiele, die ihr auf jeden Fall spielen könnt ohne Internetverbindung oder ist es bei euch auch so, dass ihr ganz schön viel übers Internet mittlerweile macht und ohne Internet irgendwie am PC sitzen würdet und euch langweilen würdet? Bei mir ist es nämlich so, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Das war's von mir, vielleicht bis zum nächsten Mal. Macht's gut.